So bereit für den Kampf zwischen den beiden Giganten, Barella vs. Kurt Ibo? 3 Minuten. Der Kämpfer in der blauen Ecke ist ein TikToker und hat dort mehr Beef als Burger King. Seine Bilanz, ein Kampf, eine Niederlage aus Hannover. Da steht doch gerade Tyson Fury. Der Barello ist richtig fett geworden. Ja. Und sein Gegner. Wer redet da? Da sagt er, der Barello ist richtig fett geworden. In der roten Ecke ist ebenfalls TikToker und bestreitet heute sein Debüt im Boxring. Er ist für alle da und kämpft mit der Kraft der Muttermilch von... Der ist für alle da. 14 Frauen aus Essen. Eine Frage, ist er eigentlich erste Runde Knock gegangen? Also meine Dings war, Prognose war, der geht erste Runde Knock, Digga. Oh. Tja, da ist also das lang ersehnte Duell zwischen Barello und Kurt Ibo. Ehrlich gesagt, habe ich zwischendurch mich bei dem Gedanken erwischt, ob der hier überhaupt auftaucht, mal schauen, dieser Kurt Ibo, ob der wirklich kommt. Bei der Pressekonferenz ist er mal ins falsche Casino gefahren. Also Ibo, da weiß ich nicht, was er machen soll. Guck mal, der steht aber noch, oder? Schau mal, wie Obelix. Mal eben. Er war gestern in Prag statt hier in Rotwadow. Er wirkte auch bei mir, den wir hatten in München, Andreas, irgendwie sehr, sehr aufgeregt, irgendwie angespannt, aber hier wirkt er fast schon, als wäre er in seinem Element, und Barello wirkt eher wie der angespannte. Barello, der größere, der massigere der beiden. Und Abo! Der bewegt sich gar nicht so schlecht aus. Barello, der erste, der hier klitscht. Rechtsauslage für Kurt Ibo. Ist immer schwer zu kämpfen. Geschichte des Kampfes auch interessant. Beide waren lange Zeit zusammen auf dem TikTok unterwegs, haben da zusammen Reichweite gemacht, zusammen auch ein bisschen Geld verdient, aber dann hat sich Kurt Ibo da irgendwie ein bisschen veralbert gefühlt, so will ich es jetzt mal nennen, ganz vorsichtig. Krass, dass noch was von Ibo kommt, hätte ich jetzt andersrum gedacht. Ich habe gesagt, so geht das nicht. Und möchte Barello. Heidi Schippe! Jetzt hier. Das mach ich auf Deutsch gesagt. Es sah kurz so aus, als hätte Kurt Ibo gesagt, hier, lass mal kurz warten. Weiß zwar nicht genau warum und worauf, aber sah kurz so aus. Ey, Barello, ne? Ich hätte jetzt aber auch echt mehr erwartet. Vielleicht, dass er, also der hat gegen Fat Comedy sich sogar besser angestellt. Und ich hätte jetzt gedacht, der hat wenigstens ein bisschen trainiert. Das ist ja absolut Katastrophe. Ja, schöne Rechte da getroffen von Barello. Also das ist jetzt hier natürlich nichts für Feinschmecker, ne? So ehrlich muss man sein, es ist nicht die ganz große Technik. Aber beide nehmen das hier zumindest ernst. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass das hier so rumgehampelt wird. Denn beide haben immer mit so einem Lächeln und mit so einem Grinsen sich da gegenseitig gedisst, als wir den Media Day hatten. Aber die legen ja schon ordentlich los, Andrea. Herr Kurt Ibo läuft dann immer noch mal so zur Seite weg. Abo! Und dann mit einem Schwinger wieder rein. Ja, Barello macht hier den... Wie so ein Stierkampf, Digga. Torero lässt Ibo da ins Leere laufen. Hat ihn jetzt hier aber am Seil. Ja, Kurt Ibo beschwert sich, dass da irgendwie ein Tiefschlag gewesen ist. Das darf aber nur der Referee unterbrechen. Wird jetzt hier angezählt, einfach weil er sich geweigert hat, da weiter zu kämpfen. Referee hat da offensichtlich keinen Tiefschlag gesehen. So, der macht Schau, der Ibo, der hat da keine Puste mehr. Weiter geht's. Ja, das war so ein Bad Spencer-Schlag irgendwie auf dem Rücken. Warum dreht er sich? Warum, der Ibo? Auch nicht erlaubt. Also das entwickelt sich hier zu einer ganz wilden Geschichte. Ja, Barello hätte ganz gute Chancen, wenn er nicht immer sofort so nah rangehen würde. Müsste da ein bisschen weiter draußen bleiben.
Jetzt mal, sobald irgendwas passiert, sind die beiden so nah dran, dass man einfach gar nicht mehr schlagen kann. Ob sie jetzt hier in die Clinch-Distanz wollen oder nicht, weiß ich nicht. Aber dann sind die in der Clinch-Distanz. Ich sag euch ehrlich, ich habe so getippt, dass Barrello den in der ersten Runde ausnockt. Ich habe da jetzt auch ein bisschen zu viel von Barrello erwartet. Bruder ist ein Wash, Digga, der ist 2 Meter. Ich dachte, der gibt da jetzt ein paar linke und rechte und weißt du. Weil Ibo ist für mich halt, Bruder, das ist nix. Wirklich, du musst nur ein, zwei Dinger landen, der Typ ist weg. Aber beide, absolut total Knete, ne? So. Aber Ibo stellt sich besser, also er macht sich besser, als ich gedacht hätte, sag ich mal so. Da kann Barrello seine Schläge auch nicht platzieren. 2 Dickmannskämpfe. Ja, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die erste wirklich harte rechte oder linke trifft hier auf irgendeiner Seite. Zweite Runde. Also zweite Runde, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Kurt Ibo gar nicht mehr so richtig Lust hat. Hat in der ersten Runde immer wieder auf den Tiefschlag verwiesen, den es wahrscheinlich gar nicht gab. Auf der anderen Seite Barrello atmet aber auch schon schwer, also besonders sauberer scheint der Kampf jetzt hier oder wird der Kampf wahrscheinlich nicht. So ehrlich muss man sein, beide jetzt hier so vor dem Clinch. Ibo. Ja, das war Brick. Machen, wir beiden ein bisschen loslassen. Oder also wirklich, ne? Da sieht man's. Kükenlo dreht sich sofort weg von seinem Gegner, geht erstmal eine Runde spazieren. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ja, wird auch entsprechend ermahnt dafür. Also beide Kämpfer sind ja immer angehalten, sich zu jeder Zeit zu. Der dreht sich wieder um. Verteidigung und dieses. Da fehlt noch dieses Lied von Katja. Gib's mir da, gib's mir da. Das ist eben nicht gut. Oder da, aber hätte er einfach Doggy genommen, Land. Da wird nicht als Niederschlag gewertet, offensichtlich. Man muss dazu sagen, dieser Kampf. Ich schwöre, da macht er einfach Takedown. Hier ist angesetzt auf 6x2 Minuten. Also beide müssen hier schon noch eine ganze Strecke. Hä? Ist jetzt Pause oder was passiert da jetzt? Geboxen, wenn das hier nicht vorzeitig endet, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht mehr lang dauert, bis Kurt Ibo hier komplett ausgezählt wird, weil er macht auf mich nicht den Eindruck, als hätte er Lust hier zu boxen. Glaub mir, Leute, ne? Als ich im Ring stand und diese 6 Runden gekämpft habe, Lunge, Herz, alles, Adrenalin, dies, das, du kannst nicht mehr atmen, so. Vor allem, wenn du noch neu dabei bist. Ich habe ja wenigstens noch ein bisschen trainiert und bin fitter als die beiden zusammen, wisst ihr, was ich meine? Und ich war schon abkacken in der ab der 4. Runde oder so. 3., 4. Runde. Und du musst dir jetzt vorstellen, diese Leute, weißt du, in der 2. Runde, deren Lunge ist am explodieren. Am Vollgas, Herz, alles, Turbo. Also, glaub mir, der Ibo, der kann nicht mehr. Vom Kampf. Anstatt auf seinen Gegner zuzulaufen, läuft er in die andere Ringecke. Werden wir sehen, jetzt, wenn die sich beide hier trennen. Siehst du, dreht er sich um und geht weg. Das ist definitiv kein Signal, mit dem man dem Referee sagt, okay, ich habe Lust hier zu kämpfen. Oder was ist das, ja? Und das muss man zu jeder Zeit signalisieren, den Willen zu kämpfen. Ey, Walla, die Fäuste kommen auch so ab und mal langsam. Jetzt versucht Barrello hier mal ein paar Schläge an. Barre, Bruder, Barre, einen. Zu bringen, aber ist da einfach zu weit weg. Ja, entweder zu weit weg oder zu nah dran. Er findet die richtige Distanz nicht für seine Schläge. Ich glaube, er könnte Kurt Ibo hier früh aus dem Rennen nehmen, wenn er einfach mal einen Schritt zurück geht. Digga, Barrello hat doch gegen Fit Comedy eigentlich voll gut geboxt. Warum ist er hier so Müll? Wenn er mal reinhauen würde, lang bleiben würde, wie er es im Vorfeld ja versprochen hat. Aber das ganze Anschauen der Tyson Fury Kämpfe scheint so viel nicht gebracht zu haben. Die können einfach beide nicht mehr mit sich angucken. Der wahrscheinlich noch 1, 2 mehr gucken müssen. Jetzt nochmal eine Ansage vom Referee. Ja,
So, weiter geht's hier. Wir sind immer noch in der zweiten Runde. Und das ist jetzt die erste richtige Schlagsalbe, die Barello landet. Und scheint damit jetzt Curtivo sauer. Curtivo ein bisschen müde gemacht zu haben. Oh, aber auch ein bisschen wütend, ehrlich gesagt, denn der ist da mit einem grimmigen Gesichtsausdruck davor gekommen. Spuckt jetzt hier seinen Mundschutz aus und hat keine Lust mehr. Ja, sagt, ich mach nicht weiter. Hä? Warum? Das war's mit dem Kampf. Ist vorbei. Aber okay. Ich glaube, Dings hat dann gewonnen, ne? Er ist dafür.